Und damit Konnichiwa zurück zu Lego Star Wars, die komplette Saga. Und wir sehen schon 9,6%, 3 Stunden 22. Ja, ich habe schon etwas, sagen wir mal, versucht, die 100% in Episode 1 zu bekommen. Doch ich habe das Ganze abgebrochen, denn, wie soll ich sagen, wir haben in der letzten Folge das ja zu 100% durchgemacht. Und ich habe hier noch, wie man sieht, versucht. Aber es fehlt tatsächlich noch einige Charaktere. Also es fehlt noch ein Kopfgeldjäger, der mit Bomben markieren kann und der in bestimmte Räume reinkommt. Und jemand, der noch höher springen kann als die Gungans. Somit brauchen wir noch zwei Charaktere. Und hier bräuchten wir noch einen TIE Fighter. Oh, wow. Und deshalb werde ich das Ganze, denke ich, erst später lösen. Und zwar, wenn wir die ersten, ja, wenn wir die Original- oder beziehungsweise die Prequels durchgespielt haben. Wenn wir Episode 1 bis 3 durchgespielt haben, danach mache ich mich an die wirklich 100% ran in jedem Level. Weil dann haben wir alle, denke ich mal, wichtigsten Charaktere. Und ja, und darum, ohne weiter vorgehen, wir sehen schon, wir haben fast 200.000, 15 Steine. Ich habe nochmal einen goldenen Stein gekauft. Ansonsten, viel ist nicht passiert. Bei den Extras, das hat man glaube ich schon gesehen, ja, bei den Extras, den Super Gong und den Super Schlag. Diese Sachen habe ich bereits gekauft und halt den vierten goldenen Stein. Die anderen kommen irgendwann. Wie viele Steine? Es gibt 14 goldene Steine, die man noch extra dazu kaufen kann. Und ich würde sagen, lasst uns mit Angriff der Klonkrieger beginnen. Und ich finde das so geil mit dem Design hier. Das sieht gleich aus wie auf Kaminon. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Episode, mit dem ersten Kapitel. Und das ist extra ein neues. Es wurden extra... Wo waren das? Ich werde extra für Episode 5 ein neues Kapitel gestaltet, weil es in der Originaltrilogie oder im originalen Spiel hat nämlich die Episode nur 5. Es hat tatsächlich nur 5... Disco, je. Hat nur 5 Episoden, 5 Kapitel und darum mussten sie natürlich noch einen daran machen und deshalb ist das ein komplett neues Kapitel, was es noch gar nicht früher gab. Also, los geht's mit der Kopfgeldjäger-Jagd. Episode 2 Angriff der Klonkrieger. Kapitel 1 Kopfgeldjäger-Jagd. Die Galaktische Republik stürzt noch tiefer in die Krise. Graf Dooku führt eine Separatistenbewegung an, die die Zukunft der Republik bedroht. Auf dem glitzernden Stadtplaneten Coruscant beschützen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker Senatorin Padma Amidala, da sie von geheimnisvollen Assassinen bedroht wird. Und hier geht's los. Die erste Flugmission, also richtige Flugmission, naja, doch die erste richtige Flugmission ohne Zeitbegrenzung auf Coruscant. Und das fand ich damals so geil, als ich das erste Mal gespielt habe, dass wir tatsächlich jetzt mal auf Coruscant fliegen. Und die Musik auch. Oh, das war eine, finde ich, mit noch einer der coolsten Szenen auf Coruscant, diese 2. Weil da hat man erst mal so ein bisschen wirklich Coruscant gesehen. Und ja. Luftmission ist natürlich das Geld sammeln immer ein bisschen schwieriger, weil man natürlich so ein bisschen dran, man sieht, also ich sehe sie ja schon. Oh, was habe ich da getroffen? Naja. Erstmal Coruscant kaputt machen.
Das gehört dazu. Warum auch immer die auf Coruscant so eine Einrichtung haben, so eine. Warum sind die überhaupt gegen uns? Wir sind ein Jedi-Ritter und die schießen gegen uns. Das ist doch schon. Oh. Das ist nicht gut, glaube ich, ne? Und hier sehen wir wieder sowas. Da sehen wir schon, da brauchen wir einen TIE Fighter für solche Dinge. Das heißt, wir werden noch die Flugmission erst machen können, wenn wir den ersten TIE Fighter haben. Dann können wir auch dort die 100% irgendwie versuchen zu kriegen. Ich glaube aber, hier ist auch einfacher die Steine. Wir brauchen bestimmt die Dinger, ne? Ich nehme mal welche mit. Ah. Ich krieg. Guck mal, man kann sie mal einsammeln. Wo ist ein Zeichen? Wir brauchen die noch, weil. Ey! Ich komme gleich ganz ruhig da. Das ist nämlich die gute. Na, gute sag ich schon, die böse. Die Sam Wells. Sam Wells. So, glaube ich, easy. Auch eine. Wie heißt die Kreatur? Zerbrak, was man halt sieht, wenn die davon von uns geht. Ne, dann sieht man ja ihre wahre Form. Ja, ich sehe sie schon. Bei so einer Flugmission, da will ich immer. Guck mal, das dauert ein bisschen länger hier, um was zu erreichen. Man hat aber nicht so viele Möglichkeiten, sehe ich hier. Da würde ich sagen, geht's mal weiter. Sie uns einfach eingeschlossen, ja. Oha. Bräuchte mal. Ich will jetzt einfach mal, guck mal, wir haben fast, wir haben die Hälfte fast erreicht hier. Und das ist einfach. So, guck mal, jetzt haben wir schon die Hälfte. Man muss auch ein bisschen, wie gesagt, ist kein normales Let's Play, sondern wirklich ein 100% Ding mal. Das macht man ja sonst nicht, oder ich bin ja keiner, der sowas so. Jawohl, ne, bitte jetzt bleib da. Wir sind noch nicht fertig. War hier noch was? War ja klar. Das ist natürlich mal am schönsten. Okay. Ich glaube. Bleib stehen! Und es geht wieder los. Oh, nicht. Zerstören. Ja, da, auch hier. Und hier, auch hier und da und hier und überall. Und hier, ja, und da, auch hier. Komm weg da und da, auch hier weg da. Ab, da. So, das ist wieder der nächste und hier auch da. Und wo ist denn hier? Da, ob da überhaupt da was ist. Da, oder was hab ich denn nicht? Da ist ja auch alles hier weg da. Und dann kommen wir weiter hier. Was sag ich denn? Ach du Scheiße, der hat doch mich weggemacht, die Penner. Der Typ ist da wohl ja nicht. Wo ist denn jetzt die ganzen. Weil mal die ganzen. Am Rand nehmen wir das alles mit jetzt. Das heißt, wir sehen. Jetzt zerstören erstmal gesamt Coruscant, also die ganzen Straßenverkehr, damit alle erstmal auf die Schnauze fliegen. Aber hier fliegen auch wenigstens welche anderen, ne? Na komm. Seid doch. Nein, nicht da rein. Wir sind noch nicht dabei. Da ist noch einer, siehst du?
Der vorletzte. Ich hoffe, wir kommen noch zu einer Ebene. Oh, das ist ich. Warum sind eigentlich die ganzen... Warum ist eigentlich Coast gegen uns? Das verstehe ich auch gar nicht. Da lacht sie sich an, weg, du, und jetzt haben wir auch auf allen Seiten, das gibt's da wohl nicht hier. Da, 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 da. Da, 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 da. Na bitte sehr. No. Yes! Da hat doch geklappt. Da habe ich das wahrscheinlich ein bisschen geschnitten da am Anfang. Weil das war wirklich ja, ich habe ja nur alles zerstört. Das werde ich dann auch ein bisschen immer schneiden. Ist nicht so spannend und es ist auch nur für mich, damit ich mal die 100% erreiche, ne? So. Trotzdem. Da war gerade ein Hund. Da, ich habe gerade gesehen. Nein, ich dachte gerade, da wäre noch. Ich sehe schon. Jawohl, und jetzt noch darüber. Na bitte. Ey, das ist ja falsch. Ja, Geld regiert die Welt. Naja, wenn schon mal Geld aus dem... Die Charaktere werden ja noch ein bisschen mehr kosten nachher. Da kommen noch ein paar dazu. Da gibt es halt Level, da kriegen wir gleich mal für die 5 Charaktere dazu. Und die sind alle mit 20.000 oder so. Oder... Naja, halt. Da bist du schnell mal arm. Und deshalb sollte man dann schon immer ein bisschen Geld... wenn es so offensichtlich da liegt. So. Ey. Naja. Ich denke, das war es jetzt auch hoffentlich mal. Aber weil wir schon... Also eine Ebene müsste eigentlich noch kommen. Und zwar jetzt, glaube ich, kommt der finale Kampf, würde ich sagen. Ich habe noch so eine Erinnerung, wir müssen jetzt gegen sie... Naja, guck mal, da ist sie auch schon. Ne? Sie wartet ganz brav auf uns. Und schon werden wir rausgelotst. Da, jetzt geht's um alles oder nichts. Aber erstmal muss ich hier ganz kurz. Lassen wir ganz kurz alles zerschießen hier, liebe Sam. Und ich habe nur 2 Leben. Was ist das für eine Scheiße? Wer hat sich denn das ausgedacht? Ja. Oh. Okay, wir haben also die anderen Sachen irgendwie doch verpasst. Ich habe keine Ahnung. Wo gehe ich eigentlich hin? Es ist ja Verfolgungsjagd. Action, Action, Action. Spannung, Spannung. Und wir haben Geld verloren. Das glaube ich jetzt ja gar nicht. Da. Und tschüss. Halt. Die letzte Tür. Und damit.
Level abgeschlossen, Freispielschalke freigeschaltet. Und damit hatten wir Anakin Speeder. Und wir haben tatsächlich den wahren Jedi erreicht. Das war bei diesem, das ist das einzige Level, was wirklich ein bisschen schwieriger war. Und wir haben wieder über 200.000. Das ist wunderbar. Und wir haben zumindest 2 Minikits, ja. Level abgeschossen. Und wahrer Jedi. Und wie immer gehen wir zurück nach Mos Eisley Kantine. Denn die Figuren, man kann sich denken, es wird 2 Figuren geben oder 2 Dinge geben, die wir kaufen können. Ja. Das finde ich halt immer so gut. So staffelt man das nach jeder Episode. Kann man halt die Figuren kaufen. So. Hier sehen wir es auch nochmal. 20, 60, 6, 6. Und all diese, also die ganzen, die goldenen Steine, da die wir da sehen, die 20 möchte ich überall voll haben. Dann habe ich für mich die 100% erreicht. Damit man das versteht. So. Erstmal natürlich, weil wir dann näher dran sind. Sam's Ice Air Speeder, also Luftsegler. Und natürlich einmal persönlich die gute Sam Wells und Dexter Yester. Das ist ja der Dexter, den wir. Übrigens in seiner Kantine ist man in der Originalserie, also das erste Lego Star Wars Spiel, Lego Star Wars das Videospiel, wo man Episode 1 bis 3 spielt, da ist man in seiner Kantine und dann steht an der Bar. Ein bisschen Geld werde ich noch offscreen farmen, aber auf jeden Fall haben wir jetzt einen Kopfgeldjäger. Können wir noch einen goldenen Stein kaufen? Nee. Das dauert immer. Ich habe keine Ahnung, wie das freigeschalten wird. Auf jeden Fall haben wir jetzt 17 goldene Steine. Das heißt, noch 3, dann können wir wieder das nächste Level zusammenbauen. Mal gucken, ob wir dann vielleicht das für Episode 1 haben, das Bonus-Level, weil das wäre nicht schlecht. Wie auch immer, wir spielen, haben schon über 10% und spielen schon fast 4 Stunden. Also, es macht Spaß, muss ich sagen. Und ich bin sehr gespannt, was wir noch alles erleben werden. Wie gesagt, das war die erste Episode. Wir haben die gute Sam jetzt gekauft und jetzt, yeah. Ich muss sagen, das war wirklich in Episode 1, 2. Ich fand es richtig cool, die Szene, wo sie im Gleiter waren. Das war irgendwie, Coastern zu sehen, die ganzen komischen Gestalten da. War einfach mal was anderes. Und auch spannend zu erfahren. Ah. Und am Ende natürlich haben wir gesehen, war es der gute Jango Fett, der da die gute Sam getötet hat, bevor sie etwas sagen konnte. In diesem Sinne, ich würde sagen, Adiado, Samas, Saunara und möge die Macht mit euch sein.